Hallo Sarah, hi, grüß dich. Super, danke für die Einladung in dein Atelier. Hallo. Kannst du dann erzählen, was dich gerade besonders beschäftigt in der Malerei? Also welches Projekt oder welche Fragestellung dich so im Zentrum gerade besonders antreibt? Also Maltechnik ist das, was ich mit diesem Farbschleifer noch erinnere. Also diese freie Linie, oder Farbschleifer besser gesagt, die das, diese Verkörperung von einer Persönlichkeit machen. Also sowohl beim Körper als auch beim Gesicht. Also das ist Technik, was ich mache. Also quasi, was man im Hintergrund vielleicht ganz gut bei dem Bild sieht, ne? Genau. Okay. Also das ist, ja, das ist eine der so früheren Bilder. Also, aber in diesem Jahr, vor gerade 4 Monaten würde ich sagen, also frühere, von, als ich mit dieser Technik angefangen habe. Also Maltechnik damit, aber also inhaltlich, das ist die Elemente, die im Hintergrund stehen und auch dazu beitragen, dass diese Persönlichkeit nochmal hervorzubringen. Das ist also das ist wiederum diese, genau diese Verbindung zwischen dem Mensch, also und seinem Hintergrund und diese Persönlichkeit von einem Mensch. Aber also früher hatte ich also ganz stark auch bei dieser Serie, also dass man sieht der Fokus so, also sofort auf dem Gesicht. Aber jetzt habe ich damit angefangen, also vor kurzem, das im Hintergrund mehr Sachen, mehr Elemente zu bringen, die wiederum nochmal dazu beitragen, dass diese Persönlichkeit nochmal hervorzuheben. Genau, also das ist, was ich momentan, womit ich mich momentan beschäftige. Ja, das, was ich unglaublich interessant an dem Gedanken finde, ist, dass du zeigst, also dass du zwei Sachen zeigst mit dieser, also dieser Serie oder dieser Technik auch, dass einerseits wir irgendwie gar nicht von der Persönlichkeit oder unserem Gesicht reden können, wenn man nicht den Background mitdenkt. So, also irgendwie scheint halt alles so durch uns hindurch, könnte man sagen, auch so die Geschichte, die auch die Gesellschaften haben, in denen wir aufwachsen, unsere ganz persönlichen Gefühle, die Familie, Konflikte, also das leuchtet sozusagen alles irgendwie als Hintergrund durch uns hindurch. Und das ist dieser kritische Blick, den ich habe, dass heutzutage, das, also das ist dieses hektisches Leben, das nimmt uns einfach die Zeit, um solche Fragen zu erstellen. Und also wir nehmen also wie wir diese Wahrnehmung von dieser Persönlichkeit und was diese Person überhaupt ausmacht, was jede Person überhaupt erlebt, damit, also dieses Werden, dieses Stillswerden von einer Persönlichkeit, und dann wir sind so unter Druck und unter zeitlichem Druck, dass wir nehmen einfach viele Sachen nicht wahr. Wir kommen gar nicht dazu. Das Leben einfach bleibt an Oberfläche. Und ich finde das schade, ich finde, das sollte man schon etwas kritischer sehen, und dementsprechend wiederum mache ich, dass diese Elemente im Hintergrund so, dass es nochmals also betont auf diese Persönlichkeit. Was ist das? Genau, was ist das diese Verbindung? Genau, der zweite Punkt, den ich meine, der kommt dann nämlich hinzu bei dir, und das zeigt wiederum, dass es unglaublich individuell ist und sehr sehr, sehr schlecht auch vorhersehbar, wie wir als unsere, also als Einzelseelen quasi dann aus diesem ganzen Hintergrund was machen. Und das fließt halt alles irgendwie dann nur in einer Person zusammen, die unverwechselbar ist. So, und das ist halt so diese, genau diese Zweipoligkeit irgendwie, die sehr interessant, finde ich, sich darstellen lässt durch diese Überlegung Hintergrund und Porträt, das Gesicht im Vordergrund.